Yo, moin Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal, heute mit dem More Furnaces Mod. Und ja, mehr Öfen, mehr Action in Minecraft und ja, was bringt einen eigentlich mehr Öfen? Ich habe ja einen Mod rausgesucht, bei dem die Öfen auch unterschiedliche Eigenschaften haben und einem sehr gut helfen können, halt die unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Rezepte dafür sind auch gar nicht mal so günstig. Ich zeige euch mal hier, der Eisenofen ist ein Steinofen mit Eisen verkleidet. Dann ein Eisenofen mit Gold zum Goldofen und ein Goldofen mit Diamanten verkleidet zum Diamantofen. Dann gibt es den Obsidianofen, der ist aus dem Eisenofen mit Obsidian verkleidet. Und den Netherrack-Ofen, das ist ein normaler Ofen mit Netherrack außenrum. Morgen. So, kommen wir zu den einzelnen Sachen, was die Öfen können. Ihr seht, hier bei diesem Ofen habe ich eine Feuerquelle. Von hier unten habe aber zwei Speicher. Also ich kann hier zweimal 64 Stacks reinlegen. Und er bearbeitet das dann hier so durch. Also ich kann jetzt zwei Stacks nacheinander durchbraten. Ohne Probleme. So, das ist, ja klar, wenn hier das Stack leer ist, bedient er sich bei dem nächsten Stack. Genau das gleiche unten bei der Kohle natürlich. Hier sind das Ganze schon, also bei dem Goldofen sind das Ganze schon vier Stacks, die man machen kann. Da kann ich euch ja einfach mal hier so das zeigen. Und dann bedient er sich halt von hinten nach vorne und holt sich hier die Items. Die Brenngeschwindigkeit ist natürlich im Gegensatz zu hier. Ihr seht das, hier geht es etwas langsamer. Hier geht es schon definitiv etwas schneller. Und im Diamantofen ist das Ganze ja sehr, sehr schnell. Sehr praktisch finde ich das. Auch wenn man die Items rausnimmt, kriegt man natürlich die Erfahrungspunkte, die einem für das Braten zusteht, was ja eingefügt worden ist mit Minecraft Version 1.4, glaube ich. Genau, das hier sind die normalen Öfen, natürlich immer mit verschnellerter Bratgeschwindigkeit, mehr Speicher, um Sachen reinzulegen. Sehr praktisch. So, kommen wir zu den anderen bzw. neuen Öfen. Und das hier ist der Obsidianofen. Und im Obsidianofen lassen sich mit einem, ja, mit einer Kohle quasi zwei Bratvorgänge durchführen. Also man kann synchron zwei Sachen zueinander kochen. Und das Schöne ist halt auch, man kann hier oben jetzt zum Beispiel Gold reintun, hier unten Eisen und ja, Sand zum Beispiel. Und er sortiert das dann halt auch gleich. Also man kann hier nicht nur zwei unterschiedliche Vorgänge machen, sondern man kann auch vier unterschiedliche Sachen gleichzeitig braten. Das gleiche geht natürlich hier auch. Hier können es sieben unterschiedliche Sachen sein. Hier ist halt cool, dass man zwei Sachen gleichzeitig machen kann mit einer Kohle. Damit spart man sich halt ein bisschen Kohle. Hier ist es ja nicht der Fall. Hier verbrennt die Kohle ja trotzdem. Und hier kann man halt zwei Sachen gleichzeitig machen. Also es ist ein bisschen, wenn man sich's ausrechnet, kommt man da wahrscheinlich auf einen guten Nenner. So, jetzt haben wir hier einen Ofen, da haben wir gar kein Brennmittelförderung, also kein Brennmittel, was wir reinlegen können. Und das liegt daran, es ist ein Netherrack. Und Netherrack, wissen wir, der brennt, wenn man ihn anzündet. Wir können hier oben drauf Feuer machen. Und dann funktioniert dieser Ofen vollkommen ohne Kohle. Dafür leider auch sehr langsam. Aber, ja, wenn man halt eh Zeit hat und hat die Dinger irgendwo stehen, ist das ja ganz ordentlich. Und wenn man dafür keine Kohle verbraucht, ist halt ein kostenloser Ofen. Leider breitet sich das Feuer oben drauf aus. Passt auf, dass ihr kein Holz in der Nähe habt und euch die Bude damit abfackelt. Ja, das war eigentlich schon der Mehröfen More Furnaces Mod. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich bin jetzt hier raus. Ciao Leute und bis zur nächsten Mod-Vorstellung auf meinem Kanal.